Heute ist schon die zweite Schnappzahl dran. Wir sind jetzt bei der 22, ne? Ja, und ich würde sagen, wir fangen wieder mit dem Rituals an, ne? Guck mal, also das Türchen ist groß. Das ist ein Riesending. Brauche ich nicht. Oh, das riecht ja auch toll. Oh, mein lieber Scholli, also Rituals-Düfte sind der Oberknaller, oder? Richtig toll. Body Scrub, ein Body Peeling. Ja. Beleben, ein belebendes Body Peeling steht sogar oben. Satte 70 Gramm. Oh ja, da bin ich sehr gespannt drauf. Da freue ich mich schon richtig drauf. Ja. Ja, und das riecht wirklich toll. Das ist so. Also diese Mischung aus Orange und Cedarwood. Zederwald. Orange und Zederwald. Richtig geil. Sieht auch schon so aus, ne? Die Farbe so geil. Das gefällt. Bla bla bla. Reimt sich auch, ne? Be Mary steht da und bla bla bla. Auf Stopp drücken, wen es interessiert, ne? Genau. Ja. Gut. Würde ich sagen, geht's weiter zum Goodie Box. Goodie Box. Ja. Die 22 war, glaube ich, hier oben. Genau. Aber nicht so klein wie die 17, ne? Wisst ihr noch? Ja. Das ist schwer, Leute. Das ist schwer. Nicht so viel schütteln. Ani, du hast gestern gesehen, was bei rumkam, kam, ne? Mit dem Puder. Okay. Ich habe ja so ein bisschen gehofft, dass hier eine Lidschattenpalette auch mit drin sein wird. Aber, nee, ne? Weil wir hatten ja nur schon Mono-Lidschatten drin gehabt. Da denke ich mal, wird keine Palette drin sein. Schade eigentlich. Haben wir hier vom Balance Me eine Wonder Eye Cream. Och ja, Eye Cream habe ich ja mehr wie genug. Okay, 15 Milliliter. Na, es ist eine Eye Cream. Soll ein erfrischendes Gel sein, denke ich mal. Cooling Gel heißt ja erfrischendes Gel. Okay. Eine kühlende Augencreme mit Aloe und Hyaluronic Acid, while also brightening dark shadows. Okay. Soll so dunkle Schatten wohl wegmachen, ne? Ja, müde Augen. Ich denke mal so gegen müde Augen und dunkle Schatten. Okay, aber steht jetzt hier nichts, Wrinkles, also mit Falten steht nichts. Ne? Das ist 15 Milliliter. Ich weiß noch nicht, wird die bei mir bleiben? Weil Augencreme habe ich mehr wie genug. Und ich habe Augencreme, die besser vielleicht für meine Augen ist, wegen meine Fältchen und so. Das ist ja nur für Augenschatten, naja, ich habe ja bloß die Fältchen unter meinen Augen. Ich denke, dass das weiter wandern wird, mal in eine Verlosung. Ich weiß es noch nicht. Ich muss mir das mal überlegen. Ja, eine Augencreme. Ja, hier unten. Eine kleine, eine ganz kleine. Naja, eine ganz, ganz kleine auch nicht. Okay, ist wie so eine Art, na, To-Do-Liste, würde ich nicht sagen. Santa, I've been nice this year. Santa, okay, most of the time. Santa, once in a while. Never, oder never mind, I buy my own presents. Santa, also ein bisschen kann ich es übersetzen. Ich verarte dich dieses Jahr. Okay, die meiste Zeit. Was heißt once in a while? Once in a while. Das weiß ich nicht. Never mind, I'll buy my own presents. Genau. Was heißt never mind? Mein Gott, mein Englisch ist wirklich schlecht, ne? Aber ich kann mir so vorstellen, ich kaufe mir eh meine Geschenke alleine, dass es dann heißt, ich blende euch das mal ein, könnt ihr das sehen? Ja, genau. Der letzte Satz, ne, der abgehakt ist, ich kaufe mir eh meine Geschenke selber, von daher, ne, kann ich so böse sein, wie ich will. So, bäh. Von Louis Whitmore haben wir eine Nachtpflege, eine Hyaluronik-Nachtpflege. Ja, Nachtcremes habe ich wirklich nicht viel im Backup. Die wird bei mir bleiben. Guck mal, die Verpackung sieht schon mega aus, oder? Wie wird denn der Tiegel aussehen? Anti-Aging-Nachtcreme wohlgemerkt. Genau, eine Anti-Aging-Nachtcreme. Ja, da bin ich gespannt, wie die ist, ne? Die werde ich auf jeden Fall austesten. Ja gut, das war ja die feste Nachtcreme. Ja, also an Cremes kann man hier, ne? Ist natürlich auch ein Siegelchen vor. Die wird ausgetestet, auf die bin ich auch gespannt. Ja, genau. Ja, ihr Lieben, das war, ich finde es gut gelungen, muss ich sagen. Ne? Also auf die bin ich auch gespannt hier von Louis Whitmore, ne? Auf die Nachtcreme. Ja gut, bei der Augencreme, ich denke, ja, die wird weiter wandern. Ne? Genau. Ja, das war die 22. Ein Tag vor Heiligabend. Ja, ist schon soweit. Ja, jetzt ist die 23 dran, ihr Lieben.
es neigt sich dem Ende zu, Weihnachten geht bald vorbei, noch einmal schlafen, noch einmal schlafen, dann kommt morgen der Weihnachtsmann. Ja, gut, ich würde sagen, wir fangen wieder mit Witschulz an, ne? Und der ist aber groß, Leute, also das Türchen meinte ich, das Türchen ist ja heute groß. Hm, was da wohl drin sein wird, was Großes bestimmt. So, hey, Soul Uplifting Body Cream, oh, eine Body Cream. Mit frischem Eukalyptus und Rosmary. Also ich denke mal Rosmarin, ne? Oh, die riecht gut. Oh, das ist ja der pure Wahnsinn, sage ich euch. Reichhaltige und nährende Körpercreme. Genau. Einfach mal 70 Milliliter. Sehr schön, da freue ich mich. Ja, ich denke mal, das ist auch für eine Frau, ne? Also für einen Mann hatten wir, glaube ich, bis ein Produkt drin. Okay. Hm, oh, die riecht richtig gut. Das könnte ich mir so im Sommer vorstellen. Mit Eukalyptus und Rosmarin, so ein bisschen was Erfrischendes. Das stelle ich mir sehr gut für den Sommer vor. Ja, eine reichhaltige Körpercreme. So, und ich zeige mal, was hier so drin steht. Ne? Ja. Könnt ihr auf Stopp drücken, ne? Wem es interessiert. Ne? Und ja, genau, sehr schön. Ja, 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 ja. Mmh. Das weiß ich. Ne? In der oberen, dann kann es ja nur... Aha. Gleich in der zweiten Schublade. Das geht ja hier heute flott vonstatten. Gott sei Dank habe ich morgen frei und dann kann ich halt, ja, ne, morgen dann nochmal eine schöne Ruhe morgen mich fertig machen. Weil sonst war das immer so nach Feierabend fertig gemacht, Zeug zusammengesucht, ne. Und dann wurde ich meistens abgeholt, aber morgen, wie gesagt, endlich mal an Heiligabend frei, Leute. Das ist so ungewohnt für mich. Ich kenne das gar nicht. Ich kenne das nur, dass ich Heiligabend arbeiten gehe. Und manchmal sind wir früh schon immer. Haben wir ja eine Stunde eher angefangen. Also ich bin dann immer schon um 3:30 aufgestanden und haben um 5 früh angefangen. Ja. Und dementsprechend kurz war ich dann noch Abend, dann Heiligabend dann bei meiner Mutti dann gesessen. Und ja, ich war dann immer relativ zeitig müde. Aber morgen kann ich ja dann ausschlafen und dann kann ich auch mal länger sitzen an Heiligabend. Ja, da freue ich mich drüber. Genau, einmal hier 23, ne, das ist schwer. Das ist schwer. Aha, wieder mal, Base Coat, the cover all bases with nails. Davon hatten wir ja ein Top Coat, ne? Und Base Coat, was ist eigentlich Base Coat? Macht man das unter den Nagel? Den Top Coat macht man drüber und den Base Coat macht man drunter? Ich glaube ja, ne? Den macht man drunter. Ich begoogle mich mal, denn mal nachher, was der bezwecken soll. Ja. Genau, ich werde einfach mal gucken, das ist auch wieder so groß wie der Topcoat, der mal in der Goodiebox war. Auch 14 Milliliter ist auch wieder so ein Riesen-Oschi. Ja, gut, okay. Muss ich mich mal belesen. So, zu diesem wunderschönen Schätzchen wieder, ne? Hier haben wir die 23. Und dann sehe ich schon. 23, ne? Und dann hat man hier Geschenkanhänger wieder hinten oben. Das macht wieder wenig für mich Sinn, ne? Mit Geschenkanhänger. Ja, ne, werde ich natürlich nicht kaputt schneiden, die Box. Wisst ihr, wie sich das anfühlt? Genau. Oh, ja. Aber ich hoffe, das ist nicht wieder ein Rot. Oh, das sieht nach einer anderen Farbe aus. Endlich mal wieder. Und das ist so schön dekorativ, ey. Von Bella Pierre Cosmetics haben wir einfach mal einen richtig geilen Mineral Lipstick. Ein Mineral Lipstick. So sieht er aus, ne? Schwarz. Und hier ist so, ne? Oh, der sieht schön aus. Und das ist die Farbe Envy. LS002. Envy. 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 Vors Gesicht halten, genau. Könnt ihr das sehen? Naja, egal. Wir gucken uns das jetzt mal an. Oh ja, oh, der ist matt. Der sieht matt aus, oder? Und der riecht so toll. Wahnsinn. Ja, also wir haben mal keinen roten Lippenstift. Einfach mal. Ich gehe von aus, dass der nudefarben ist. Ja, okay. Ich habe mir gesagt, so rote Lippenstifte behalte ich bei mir nicht mehr. Weil davon habe ich mehr wie genug und in verschiedenen Rottönen. Ich swatch den jetzt, weil der bleibt auf jeden Fall bei mir. Der passt hier schön in meine Ecke. Der riecht richtig gut. Der hat so eine Rot... Ja, das ist ein schöner Nude-Ton. Ne? Einfach ein schöner Nude-Ton.
Und der riecht wirklich toll, Leute. Oh, guck mal. Also doch, den könnte ich mir auch bei mir vorstellen. Jo, einfach mal einen richtig schönen Lippenstick, wollte ich sagen. Schön. Doch, ich bin begeistert. Ja, aber bis auf hier muss ich mal gucken, was der Basecoat. Doch, das gefällt mir richtig gut von Bella Pierre. Habe ich ja auch fast alles da. Na gut, was heißt fast alles? Da habe ich Rouge da. Highlighter. Dann jetzt ein Lippenstift, ne? Da freue ich mich sehr. Ich liebe irgendwie Bella Pierre. Ich finde das irgendwie toll, das ganze Zeug. Ja, und der Lippenstift riecht richtig gut. Der riecht so nach was Süßem so. Ja. Okay, gefällt mir richtig gut. Ich freue mich endlich, endlich. Und was morgen drin ist in dem Brigitte Box, das weiß ich schon. Das war nämlich ein Spoiler-Produkt. Das war jetzt noch hier nirgendwo drinne. Also wird das in der 24 sein. Und darüber freue ich mich auch sehr. Ja, das weiß ich schon. Ja. Schön. Das war heute noch mal schön, doch. Ja, das bleibt jetzt nicht stehen. Jo, ich bin zufrieden. Ich schneide jetzt die 22 und 23, mache ich gleich fertig, schneide ich zusammen, habe ich schon mal erwähnt, ne? Ja, und diejenigen, die es morgen nicht schaffen, zu gucken, ne, wie ich die 24 aufmache, denen sage ich jetzt schon mal, ich wünsche euch wunderschöne Weihnachten, ne? Genießt es trotzdem mit euren Liebsten, ne? Auch wenn man nicht doll großartig machen, feiern kann. Genießt es trotzdem. Ja, und genau, ne? Und fleißigen Weihnachtsmann vielleicht doch. Aber ich glaube, dieses Jahr ist wichtig, dass man sich vielleicht doch mal mit so Leuten trifft, die einem vielleicht doch wichtig sind. Ne? Man weiß es jetzt, glaube ich, doch ein bisschen anders zu schätzen alles. Na, ja, das wünsche ich euch von ganzem Herzen, dass ihr ein paar schöne Feiertage habt mit dem engsten, liebsten kleinen Familienkreis. Ja, ne? Und zum Schluss blende ich dir hier ein Playlist von meiner Adventskalender-Invasion. Playlist, den aktuellsten Upload blende ich dir hier auch rein. Und vielleicht noch irgendeine Playlist. Und hier seht ihr meinen Kanal, den ihr völlig kostenlos abonnieren könnt, ne? Und auch schön das Glöckchen anmachen, weil am 27. nach den Weihnachtsfeiertagen gibt es nämlich wieder mal ein Gewinnspiel. Da mache ich nämlich eine Neujahrsverlosung. Da gibt es hier bei mir was zu gewinnen. Genau. Also, wie gesagt, das ist dann halt das Gewinnspiel nur für meine Abonnenten. Deswegen ihr abonnieren, ne? Und die Bimmel anmachen, damit ihr denn informiert seid, wenn neue Videos von mir da sind. Und ich sage jetzt Tschüssi. Es war mir wieder ein Fest. Macht's gut, eure Hani.